Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar wird das heute wieder, ich hoffe mal, eine ruhige und entspannte Nummer. Wir wechseln nämlich Bremsgürtel und Scheiben an einem BMW Mini der ersten Generation, also nicht der ganz alte, sondern der BMW Mini, an der Hinterachse. Das Auto muss zum TÜV. Die Bremse sieht nicht mehr ganz gut aus. Fahrzeugdaten blende ich euch oben ein, ist auch immer noch die erste und so langsam macht die auch Geräusche und ist alles nicht mehr so schön. Wir schmeißen den Krempel raus und machen die Sache mit Scheiben neu. Wichtig ist, gerade bei BMW-Modellen, ich glaube bei Mercedes auch, und auch bei BMW Mini, müsst ihr, oder solltet ihr vielmehr, sofern er noch nicht ausgelöst hat, den Verschleißanzeiger mit neu nehmen. Weil die sind nicht Bestandteil, wie zum Beispiel bei VW, da habt ihr ja den Verschleißanzeiger sehr häufig, auch nicht immer, aber fast immer am Bremsklotz dran. Bei BMW, Mercedes und bei vielen anderen Herstellern, sage ich jetzt extra, weil ich jetzt die genaue Anzahl der Hersteller wirklich nicht weiß, ist das als Einzelteil erhältlich und ihr müsst natürlich dann auch schauen, wie häufig braucht ihr den. Ja, ich sag mal, es gibt welche, die haben an der Hinterachse dann einen Verschleißanzeiger und vorne einen. Ja. Und manchmal vergisst man das zu bestellen. Das Problem ist, wenn dann die Bremse runter ist, hat er schon ausgelöst und dann bringt das Ganze nichts. Ja. Das heißt, ich stelle euch um, wir wechseln Bremsklötze und Scheiben in der Hoffnung, dass der Sattel sich noch zurückdrehen lässt. Ich würde sagen, wir legen los und zwar müsst ihr als erstes die Radkappen hier abziehen. Dafür gibt es dann meistens so ein Werkzeug, was ihr hinten im Kofferraum findet beim Bordwerkzeug. Und dann... So, das haben wir schon mal. Dann können wir das Rad schon mal abschrauben und ich bin gespannt, wie ihr den Sattel von da aus sehen könnt. Öppa, jawolski. Hier habt ihr jetzt auf der Seite das Verschleißkabel. Ja, das habt ihr aber nur auf der einen Seite. Und jetzt geht das Ganze natürlich los. Bei dieser Bremse ist es so, ihr müsst, wir machen natürlich Bremsklötze mit Scheiben. Dazu braucht ihr noch ein, müssen wir gucken, ist das 40 oder größer? Es ist größer. In dem Fall ist es ein, wird wahrscheinlich ein 50er Klotz sein. Bin mal gespannt, ob ich das auch mit dem 45er loskriege jetzt hier. Und ja, geht in dem Fall. Können wir schon mal losmachen. Ihr müsst jetzt als nächstes hier die Klammer aushaken. Kriegt ihr das so ab. Schraubendreher nehmen. Perfekt. Und jetzt habt ihr hier, wie bei vielen Fahrzeugen eben, hier noch so Abdeckkappen drauf. Nummer 1. Und hier unten ist Nummer 2. So, das haben wir auch. Und wie bei vielen anderen Fahrzeugen auch, habt ihr das natürlich jetzt hier mit einer 7er Imbusnuss. Jetzt einmal die 7er Imbusnuss hier unten rein. Geht in dem Fall noch gut los. Wenn ihr die Schraube so weit raus habt, könnt ihr hier oben die auch nehmen. Auch knarre 7er Imbusnuss. Und dann los geht's. Na komm schon. So, diese Schiebemuffen, die müssen wir natürlich nachher schön sauber machen. In dem Fall nehmen wir die jetzt einfach mal so raus. Ja, ihr seht, die haben natürlich jetzt hier so eine Rostkante, das müssen wir wegmachen. Einmal oben und natürlich auch hier unten. Ja, hier ist nicht ganz so schlimm. Schaut immer mal nach, ob die beides die gleichen Längen haben. Manchmal ist es unterschiedlich, in dem Fall ist oben und unten gleich. So, dann nehmen wir einen Schraubendreher und machen die Geschichte hier ab. Wichtig ist natürlich für euch, Handbremse sollte schon los sein. So. Alles schon so ein bisschen gammelig. Da ist er. So, auf jeden Fall ist das Kabel jetzt lang genug. Müsst ihr jetzt hier gleich aushängen, zeige ich euch. Und müssen wir gucken, ob wir die Bremsscheibe so rausbekommen. Ja, ich glaube, da ist nicht mal allzu viel mit los. Oder ob wir das Ding abmachen müssen. Bin mal echt gespannt, weil bei manchen Fahrzeugen muss man natürlich dann auch hier den Träger abmachen. Bei manchen Fahrzeugen kann man es auch dran lassen. Und Eppa! Sehr geil. Jetzt müsst ihr ein bisschen das Kabel verfolgen. Ne? Das geht hierher. Müsst ihr beim Verlegen aufpassen, dass ihr da nirgendwo zwischen die Feder kommt, ne? Damit das Kabel anständig arbeiten kann. Und dann kommt ihr da hinten, da seht ihr das, wo die Lampe jetzt also ist. Das blaue und das schwarze.
Eins ist davon. Ich gehe davon aus, dass es das schwarze sein wird. Und da müsst ihr die Steckverbindung auseinanderziehen. Als nächstes könnt ihr natürlich jetzt hier den Bremsklotz rausnehmen. Achtet darauf, dass ihr auch später das Verschleißkabel in die Mitte hier durchlegt. Und was ihr auch immer beachten müsst, dass es eben auch unterschiedliche Bremsklotzarten und Bremsklotzbefestigungen gibt. So, das heißt, wir machen das jetzt erstmal sauber und dann müssen wir hier natürlich gleich den Kolben zurückdrehen. Aber erst machen wir hier ein bisschen sauber und auch die Narbe, die machen wir auch sauber. Sieht doch schon mal Bombe aus. Wenn wir das hier als nächstes machen, würde euch empfehlen, keine Pressluft bei der Bremse zu verwenden. Ihr seht, das Ganze ist zwar asbestfrei, aber trotzdem nicht gerade gesund. So, als nächstes hier das komplett sauber machen. So, einmal alles sauber machen. Ihr müsst ja nicht von essen können, aber trotzdem sollte es sauber sein. Jetzt werden wir mal eben hier den Bremskolben zurückdrücken. Aber erst muss das ganze Gewusel hier raus. So. Ich weiß nicht, warum sie das Kabel so lang gemacht haben, aber naja, ich sage immer, wird schon so seinen Grund haben. Perfekt, kann weg. Und in dem Fall habt ihr die Handbremse wieder hier hinten dran. Und das bedeutet zu 99,9%, ihr müsst das Ding zurückdrehen. Das Werkzeug habe ich jetzt hier. Theoretisch kauft ihr euch das einmal. Ich verlinke euch das unten auch nochmal. Das ist also, eigentlich ist es Gold wert, ne? Wenn man überlegt, wie viel Bremsen man damit machen kann. So, das heißt das Ding. Und jetzt müssen wir hier schauen, dass wir das Ding da noch reinbekommen. Ne? Das ist ein bisschen eng. Da kolben wir schon ein bisschen weit raus. Wollen wir mal gucken, ob der Sattel noch zurückgeht oder ob er festgegammelt ist. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Also in dem Fall rechts rum. Ja, also immer wenn ihr praktisch hier hinten diese Nachstellung habt, könnt ihr zu 99% davon ausgehen, dass ihr den Bremskolben praktisch zurückdrehen müsst. So, ein bisschen aufpassen, dass ihr natürlich jetzt hier die Manschette nicht kaputt macht. Deswegen so ein bisschen hin und her. Denn das sollte schon alles wieder vernünftig sitzen. Andernfalls müsst ihr dann immer mal so ein Stück wieder zurückdrehen. So. Irgendwann seid ihr am Anschlag. Also nur drücken macht er was falsch. In dem Fall ist es jetzt drehen und drücken. Hier ist, dass ihr Kagraf 29 nehmt. Perfekt, das reicht schon. Und dann hier natürlich auch wieder der Verschleißkontakt drauf kommt. Ja. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass innen und außen unterschiedlicher Bremsklotz ist. Ja. Das kommt nach innen, das stützt sich quasi an dem Kolben ab. Da könnt ihr auch ein bisschen Kagraf 29 drauf machen. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich jetzt erstmal wieder hier so einfädeln. Das muss natürlich jetzt hier wieder in die Mitte durch. Und dann kann das Ganze angesetzt werden. Was ihr jetzt da so hört, das ist leider der Regen, der mal wieder kommt. Und dann könnt ihr das hier so später draufsetzen. Aber erst müssen wir natürlich die Scheibe montieren. Wunderbar. Das hat mich jetzt am meisten gefreut, dass das ganze Thema so geht. Und dann können wir das natürlich auch hier auch mal eben ganz kurz so, könnt ihr auch schon gleich festziehen. Hier natürlich das gleiche jetzt, ne? Einmal, zack, bumm, könnt ihr jetzt hier draufsetzen. So, wichtig ist, dass das so leichtgängig ist. So, bin gespannt, ob irgendwas runterfällt. Können das jetzt wieder ansetzen. So, ne, aufpassen, dass ihr das hier nicht verknickt und dass das gut verlegt ist. Als nächstes müssen wir natürlich hier diese Metallstifte sauber machen. Ich mache die immer in Akkuschrauber. Einmal so. Ja, und schon sind die blank. Das geht rucki zucki. So, wieder rum.
Ja. Ah, da ist so eine kleine Kante. Dann nehme ich immer das Siliziumfett, damit die Hülsen auch schön da drin gleiten können. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann setze ich die beiden da wieder rein. Ah, das Fett sollte natürlich auch da reingehen, ne? Einmal so jüt. Und hier müsst ihr zusätzlich schauen, dass ihr die Schraube wirklich gerade ansetzt. Und die unten, die müssen wir natürlich auch reinmachen. Und festziehen. Nummer 1. Und Nummer 2. Natürlich den hier wieder drauf. Und den hier wieder drauf. Und ganz wichtig natürlich jetzt hier die Klammer wieder reinhaken. Das ist oftmals so ein bisschen tricky. Aber ihr bekommt das schon hin. So, das haben wir auch. Ja, hier ist das Ganze wieder drauf. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Hier, das hier ist bei dem Kabel schon abgefallen. Das habe ich jetzt hier mit so einem Plastikstraps befestigt. Da hinten diese Sache, das hat auch das Zeitliche gesegnet, aber das hält. Ne? Wichtig ist ja ganz einfach, dass das irgendwo eingequetscht wird. Ja, auch hier, das werde ich jetzt noch ein bisschen nachziehen und dann passt das Ganze schon. Wie gesagt, aufpassen, alles das, wo was schleift oder hier nachher in die Feder reinkommt und so, das kann dann alles zu Fehlfunktionen führen. Ja, letztendlich braucht ihr nur das Rad drauf machen und dann natürlich die Räder entsprechend festziehen. Wenn ihr euch dann reinsetzt, mehrfach Handbremse und Fußbremse parallel betätigen, damit der Kolben, den ihr zurückgedrückt habt, auch entsprechend wieder anliegt. Ja. Ansonsten braucht ihr nichts beachten. Achtet darauf, dass ihr die Bremsklötze, die ja verschieden sind, außen und innen, nicht vertauscht. Dass ihr einen Verschleißanzeiger mit neu nehmt, beziehungsweise es lohnt sich nicht, den alten da raus zu wursteln. Der bricht sowieso kaputt und wenn er ausgelöst hat, könnt ihr den sowieso nicht mehr mitverwenden. Also für euch als Gedankenstütze das entsprechend mitzunehmen. Und wenn ihr natürlich die andere Seite auch entsprechend gemacht habt und ihr habt die Bremse wieder rangedrückt mit Hand- und Fußbremse, dass ihr dann den Bremsflüssigkeitsstand auf Maximum wieder auffüllt. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk, die war schon ziemlich abgefahren. Ich denke mir mal, wir werden damit jetzt kurz zum TÜV fahren und ja, ich mache jetzt noch einen Service, den haben wir aber schon mal verfilmt, deswegen mache ich das nicht nochmal und deswegen war es das auch in diesem Video und ich sage danke fürs Zuschauen, bis demnächst, haut rein, ciao, ciao.